Der Rüstungskonzern Rheinmetall bereitet laut einem Medienbericht einen weiteren Export von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine vor. Dazu habe das Unternehmen rund 50 Panzer des älteren Typs Leopard 1 vom belgischen Unternehmen OIP Land Systems erworben, berichtete die Zeitung Handelsblatt unter Berufung auf Branchenkreise. Der CEO von OIP Land Systems, Freddy Westlois, sagte der britischen Zeitung The Guardian, er habe 49 Panzer an eine andere europäische Regierung verkauft, die er aufgrund einer Vertraulichkeitsklausel nicht nennen könne. Auch den Preis könne er nicht preisgeben. Westlois fügte hinzu, dass es bis zu 6 Monate dauern könnte, bis sie in der Ukraine auf dem Schlachtfeld seien. Das Handelsblatt berichtete, die Panzer sollten nun an den deutschen Standorten des Düsseldorfer Rheinmetall-Konzerns für den Kriegseinsatz in der Ukraine neu ausgerüstet werden. Letztlich würden rund 30 der wiederaufbereiteten Panzer ausgeliefert werden. Der Leopard 1 ist der Vorläufer des derzeit von der Bundeswehr eingesetzten Leopard 2.